So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Alexander Craft Lifestyle und heute geht es um das Thema die Körpersignale an sich bzw. die feindlichen Signale. Ich weiß, diese Videoreihe heißt zwar Sympathie wecken, aber um entsprechend Sympathie zu wecken, müssen wir auch den Gegenteil wissen. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was feindliche Signale sind, dann bleibt dran und wir klären, welche es gibt und was sie teilweise zu bedeuten haben. Bis gleich. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Alexander Craft Lifestyle und heute geht es um das Thema die feindlichen Signale. Ja, ihr denkt euch jetzt, was will er denn mit feindlichen Signalen? Ich dachte, wir wollen Sympathie wecken und diese feindlichen Signale war ja klar von Anfang an, dass sie entsprechend da keine Sympathie wecken werden. Aber wie heißt es schön, um mal gegen den Feind zu kämpfen, muss man den Feind kennen und wenn man den Feind kennt, kann man ihn auch besiegen. So. Aber kommen wir zurück zum Thema. Welche feindlichen Signale gibt es? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Der erste ist langer Blickkontakt. Der zweite ist taxierter Blick. Und der dritte ist das Augenverdrehen. Also sprich alles mit unseren Augen, wie wir die Person sehen. Diese drei, es gibt viel mehr, aber ich habe mir diese drei rausgeholt für eine kleine Demonstration. Und ja, kommen wir nun. Was ist nun mit dem langen Blickkontakt gemeint? Mit dem langen Blickkontakt ist folgendermaßen gemeint, dass wenn ihr beispielsweise, vielleicht kennt ihr das, ihr seid unterwegs oder ihr sitzt gerade und euch starrt eine Person an. Und dieses Anstarren wird als Angriff gewertet. Ihr dringt ja quasi in eure Distanzzone ein. Was das mit der Distanzzone hat und auf sich hat, das klären wir ja irgendwann mal wieder. Aber dieser lange Blickkontakt ist nicht in Ordnung, wenn ihr eine fremde Person so anstarrt, also dieses Anstarren, wenn ihr die ganze Zeit auf sie guckt, es weckt ein unbehagliches Gefühl und die Person wird sich auch nicht gut fühlen. Wenn ihr die Person noch ansprecht, dann habt ihr vollkommen gewonnen, dann Sympathie AD. Kommen wir nun zum zweiten. Was ist mit dem taxierten Blick gemeint? Mit dem taxierten Blick ist es gemeint, das kennen viele Männer, glaube ich, die halt in Bars gehen oder in eine Disco sind oder sogar auch mal im Alltag machen das viele. Ihr seht eine Frau und was macht ihr? Natürlich, ihr guckt, ihr scannt sie sozusagen. Ihr scannt sie von oben bis unten oder von unten nach oben. Ihr wollt natürlich sehen, wie die aussieht. Also. Und die meisten, was machen die? Die gehen hin, sprechen die an und dann gucken sie in die Augen. Und dann wandert der Blick weiter runter und dann wieder hoch. Im besten Fall. Oder sie gucken erstmal von unten nach oben und dann sprechen sie die Frau an. Und dieses Verhalten bewirkt im Grunde, dass sich die Person als angegriffen fühlt, weil ihr habt ja noch nicht das Recht, eine fremde Person so anzugucken. Denn ihr geht wieder mal in ihre Komfortzone rein. Und es gibt so eine Zone bei jedem Menschen, wo er sich wohlfühlt. Und da lässt er nur die Personen rein, die ihm bekannt sind, beziehungsweise die ihm entweder Freunde oder den Liebespartner. Und da habt ihr als fremde Person noch nichts verloren. Das solltet ihr wissen. Und der dritte Punkt, was bedeutet das Augenrollen? Viele kennen das als Emoji mit dem Augenrollen und so weiter. Ist ja im Grunde, man ist genervt, wenn man die Bedeutung so zählt. Ja. Aber wenn ihr im Alltag Frauen ansprecht oder generell mit Menschen redet und diesen Blick habt, mit diesen Augenrollen, dann kann das folgendermaßen verstanden werden. Es kann vermitteln, ach, was will der da, was redet der da und lass mich doch in Ruhe. Oder im schlimmsten Falle, die Person denkt dann, dass ihr von ihr eine niedrige Meinung habt, nach dem Motto, die ist doch dumm oder
was möchte sie jetzt von mir, mich interessiert das Ganze nicht. Diese drei Themen, diese drei feindlichen Signale sind dazu da, sind entsprechend dafür berühmt, dass wenn ihr in einen Raum reinkommt, deswegen heißt es ja auch beachtet werden, bevor man ein Wort sagt, das ist das Feindliche, also dieses feindliche Seite, wo ihr sagt, wo euch die Menschen nicht ansprechen werden oder wo ihr versucht, die Menschen anzusprechen, aber die distanziert von euch sind, wenn ihr es dann schafft, wieder irgendwie die Kurve zu kriegen. Und als Anfänger ist es ziemlich schwer, die Kurve zu kriegen. Also da weiß ich Bescheid. Deswegen, also nochmal zur Wiederholung. Langen Blickkontakt vermeiden, also dieses Anstarren, fixierten Blick vermeiden, also dieses von oben nach unten, von unten nach oben zu scannen. Und der dritte Punkt, entsprechend natürlich das Augenrollen, tödlich, also vermeidet das Ganze. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonnieren und bis zum nächsten Mal.